Meine Damen und Herren, ich möchte mich sehr bedanken, dass ich hier eingeladen wurde nach Basel, eine Stadt, mit der ich eine Liebesbeziehung habe. Und zwar habe ich hier 4 Jahre gelebt und gearbeitet und habe diese Stadt sehr, sehr gerne. Ich möchte mich also auch bei der Veranstalter Thomas Mayer und seinem Verlag sehr bedanken. Ich finde das eine große Ehre, hier zu kommen. Mit Daniel Ganser, auch ein Freund von mir, von seit vielen Jahren. Ich habe mir heute vorgegeben, meine Damen und Herren, Ihnen ein Produkt vorzustellen. Nicht um Ihnen etwas zu verkaufen, sondern Ihnen von seinem Konsum abzuraten. Denn das Produkt ist giftig und unsichtbar. Auf der Verpackung steht keine Warnung. Ganze Völker sind schon durch seinen Konsum erkrankt worden. Dieses Produkt gehört zur Kategorie der gesellschaftlichen Fiktionen. Diese fallen weder vom Himmel, noch schließen sie wie Wildgras aus der Erde, sondern sie werden von Menschen produziert. Diese Fiktion ist das Feindbild des islamistischen Terrorismus. Um die Eigenschaft dieses Feindbildes als Produkt hervorzuheben, werde ich über seine Entstehung, Produktion, Pflege, Vermarktung und Zweckmäßigkeit sprechen. Ich werde also nicht über Terrorismus sprechen, sondern über dessen Feindbild oder besser gesagt über die synthetische Herstellung dieses Feindbildes. Die Meinungsumfragen zeigen, dass etwa 70% der Menschen Terrorangst haben, noch mehr als um ihre Stellung in der Arbeit zu verlieren. Das heißt, wir haben eine wirksame Fiktion. Bevor ich zum Kern meines Referates übergehe, möchte ich unmissverständlich klarstellen, dass das Feindbild des islamistischen Terrorismus eine hergestellte Fiktion ist. In Europa leben gegenwärtig um die 500 Millionen Menschen. Von diesen werden jährlich etwa 5.000 bis 6.000 Leute ermordet. Hier aber beschränken wir uns auf eine kleine Unterkategorie der Ermordeten, nämlich jene, die bei Terroranschlägen sterben. Die Zahlen reichen von den Jahren 2001 bis 2016. Wie Sie hier an der Tabelle sehen, sterben jährlich in ganz Europa zwischen 0 und knapp 200 Menschen in Terroranschlägen, im Durchschnitt 44. Für Ihre Angehörigen ist jeder Ermordete selbstverständlich eine persönliche Tragödie. Aber für die nationale Sicherheit, für die Wirtschaft, für die Bildung, für die Kultur, für das tägliche Leben der Bevölkerung sind solche Zahlen kaum wahrnehmbar. Diese Zahlen finden Sie nicht, meine Damen und Herren, in keinem Bericht der Vereinten Nationen, der Europäischen Union, der NATO und der einzelnen Staaten in Europa. Warum? Weil Sie die Legende der ernsthaften Terrorgefahr als Betrug entblößen würden. Aber ich möchte noch eins draufsetzen. Etwa ein Viertel der Mordtaten in Europa wird von Angehörigen der Opfer begangen. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, von einem Familienmitglied ermordet zu werden, 25 Mal größer ist als von einem Terroristen. Diese Entdeckung veranlasste mich, an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu schreiben. Warum? Weil diese graue Eminenz uns alle zum Kampf gegen den Terrorismus verpflichtet hatte. In meinem Brief appellierte ich an die Mitglieder des Rates, ihren Krieg gegen den Terror durch den Krieg gegen die Familie zu ersetzen, weil Familien viel gefährlicher sind als Terroristen. Ob die Diplomaten meine Ironie verstanden konnten oder durften, sei dahingestellt. Ob das Phänomen des islamistischen Terrorismus überhaupt existiert, steht freilich zur Debatte. Was nicht zur Debatte steht, ist die Realität seines Feindbildes,
Diese Realität ist unbestreitbar. Und darüber werde ich heute sprechen. Ich komme nun zum Kern meines Referats. Es besteht aus 5 Abschnitten. Erster Abschnitt. Warum musste das Feindbild des islamistischen Terrorismus hergestellt werden? Es ist kein Geheimnis, dass die Elite der USA während des Kalten Krieges vom kommunistischen Feindbild reichlich profitierte. Mit diesem Feindbild wurde die Bevölkerung dazu verleitet, einen riesigen Militärapparat zu finanzieren. Das weiß jeder hier. Die Rolle der militärischen Macht der USA hat Thomas Friedman, ein Mitglied von Council on Foreign Relations, auf den Punkt gebracht. Ich zitiere: Damit die Globalisierung funktioniert, darf Amerika keine Angst haben zu handeln. Die unsichtbare Hand des Marktes wird niemals ohne die versteckte Faust funktionieren. McDonald's kann nicht ohne McDonnell Douglas, den Produzenten des F-15-Kampfflugzeuges, gedeihen. Und die versteckte Faust, die die Welt für die Technologien des Silicon Valley sicher hält, heißt United States Army, Air Force, Navy und Marine Corps. Friedmans zynische Erklärung, die war also zutreffend, aber die war nicht geeignet, die amerikanische Bevölkerung für globale militärische Umtriebe zu begeistern. Nur eine glaubwürdige Bedrohung für das US-Festland konnte die Bevölkerung bewegen, massive militärische Anstrengungen zu unterstützen und dafür einiges zu opfern. Mit der Schwierigkeit für die USA, seine Bevölkerung für eine imperiale Politik zu mobilisieren, befassten sich zahlreiche US-amerikanische Strategen nach dem Zerfall der Sowjetunion, darunter Zbigniew Brzezinski. Sie suchten verzweifelt nach einem neuen Feindbild, nach einem Ersatzfeindbild. Das veranlasste den Autor Ted Gallen Carpenter, ein Buch im Jahre 1991 zu veröffentlichen, das er ganz einfach A Search for Enemies, auf der Suche nach Feinden, titelte. Bereits im Jahr 1992 erwähnte niemand mehr das Suchen nach einem neuen Feindbild. Es gelang den US-Strategen offensichtlich, das neue Feindbild zu finden, oder besser gesagt zu erfinden, nämlich das Feindbild des islamistischen Terrorismus. Dieses Feindbild war die optimale Lösung für das Imperium, denn sie bot 4 besondere Vorteile. Erstens brauchte es keine große Mühe, um die Bevölkerung zu überzeugen, dass Muslime schlechte und gefährliche Menschen sind. Diese Vorurteile wurden in unzähligen Hollywood-Filmen über Jahrzehnte verbreitet. Zweitens wird der Islam noch lange Zeit eine weltverbreitete Religion bleiben. Das alleine kann die Nachhaltigkeit des Feindbildes gewährleisten. Drittens befinden sich etwa 70-80% der weltweiten Ölvorräte unter den Füßen von Muslimen. Mit der Behauptung, Terroristen bedrohen diese Quellen und damit die westliche Wirtschaft, können Interventionen leichter begründet werden. Und viertens leben Millionen von Muslimen hier im Westen unter dem Vorwand, man müsse islamistische Gefährder überwachen, können Regierungen die Infrastruktur des Überwachungsstaates unbemerkt aufbauen. Zweiter Abschnitt. Wie wurde das Feindbild produziert? Wenn man ein Feindbild verkaufen will, muss das Feindbild zumindest durch eine greifbare Realität plausibel erscheinen. Nur konkrete, blutige Angriffe, die glaubhaft Muslimen zugeschrieben werden, können die Öffentlichkeit überzeugen, dass sie wirklich bedroht ist. Aber weil Muslime sich ebenso wenig wie Sie und ich für Mordanschläge, für ihren eigenen Tod oder für das Leben im Gefängnis begeistern, standen die Produzenten des Feindbilds vor einem Problem. In Deutschland zum Beispiel gelang es den Produzenten nicht, einen einzigen der 4 Millionen Muslime dazu zu gewinnen, einen Terrorangriff zu machen. Daher mussten westliche Geheimdienste selbst islamistische Terrornetzwerke aufbauen.
Der erste Baustein wurde in New York im 1990 mit der Ermordung von Rabbi Kahane gelegt. Der zweite Schritt war der Angriff auf das World Trade Center in 1993. Das wurde unter der Aufsicht des FBI ausgeführt. An der Vorbereitung der Angriffe auf die US-Botschaften in Ostafrika im Jahre 1998 beteiligte sich ein bestimmter Ali A. Mohammed, ein Vertrauensmann des FBI und sogar ein Günstling der CIA. Parallel dazu baute die CIA die terroristische Legende von Osama bin Laden auf und stellte sicher, dass er weder festgenommen noch getötet werden würde. Warum? Er musste bis zum großen Knall des 11. September aufbewahrt werden. Von 1997 bis 2001 mehrten sich exponentiell Medienberichte über Osama bin Laden, der angeblich die ganze Menschheit von seiner Höhle in Afghanistan bedrohte. Hier ist die Statistik über die Medien, also Medienberichte über ihn. Das geht also exponentiell rauf. Am 11. September 2001 kannte ihn jedes Kind. Bereits im Jahr 2002 nahm die Berichterstattung über Osama bin Laden erheblich ab. Im März 2002 sagte der US-Präsident George W. Bush, dass bin Ladens Schicksal ihn nicht mehr interessiere. Bin Laden hatte seine Funktion als Buhmann abgedient. Er wird aber nicht immer noch heute in den Medien als der Anstifter des 11. September und als Grund für den Krieg gegen Afghanistan zitiert, obwohl es überhaupt nicht stimmt. Die geduldige Aufbauarbeit des Feindbildes während der 90er Jahren hatte sich bewährt. Die Öffentlichkeit war dazu eingestimmt, einen islamischen Angriff zu erwarten und konnte sofort die Anschläge des 11. September Osama bin Laden und seine 19 Jünglingen zuordnen. Niemand brauchte Beweise. Die Popularität des dümmsten Präsidenten der USA schlug in die Höhe. Das Volk wollte Krieg. Die Produzenten des Feindbildes rieben sich die Hände. Am 12. September herrschte buchstäblich Euphorie im amerikanischen Kongress. Abgeordnete beider Parteien erhoben sich einer nach dem anderen, um die US-Flagge zu grüßen, appellierten an die Gnade Gottes und äußerten ihrem Präsidenten ihre tiefste Loyalität aus. Keiner von ihnen stellte irgendwelche Fragen zu den tödlichen Ereignissen des vorigen Tages. Es bedurfte nach dem Zusammenbruch der New Yorker Zwillingstürme und WTC 7 am 11. September kaum 24 Stunden, um den Blick der Weltöffentlichkeit in eine einzige Richtung zu lenken. Und zwar auf Osama bin Laden und Afghanistan. Diese mit militärischer Präzision geplante und synchronisierte Propagandaoperation war in ihrem Umfang und Wirksamkeit beispiellos in der menschlichen Geschichte. Dass eine solche Leistung möglich war, ist vielleicht nach meiner Meinung noch unheimlicher als das Verbrechen selbst. Wie diese Propaganda-Operation zustande kam und wer in diese Operation teilnahm, bleibt eine Aufgabe für die Historiker. Um die Wirksamkeit dieser Propaganda-Operation Ihnen zu veranschaulichen, werde ich hier 10 unanfechtbare Behauptungen zum 11. September anführen. Die Wirksamkeit der Propaganda kann sich an der Heftigkeit der Ablehnung dieser Behauptungen messen. Erste Behauptung. Die US-Regierung wollte keine Untersuchung des Massenmordes des 11. September. Sie billigte zwar zähneknirschend eine Untersuchung mit vorbestimmten Ergebnissen, aber auch die hat sie sabotiert. Zweite Behauptung. Die US-Behörden führten keine Untersuchung der Flugzeugabstürze durch und unternahmen keine Identifizierung der Flugzeugtrümmer. Dritte Behauptung. Angehörige, Zeugen und Militäroffiziere wurden durch Bestechung oder Einschüchterung zum Schweigen verleitet. Vierte Behauptung.
Die Zwillingstürme und WTC Nummer 7 wurden planmäßig gesprengt. Fünfte Behauptung. 1120 Menschen wurden durch die Sprengungen der Zwillingstürme zu ultrafeinem Staub verwandelt. Die Behörden gaben dazu keine Erklärung. Niemand weiß, welche Energiequelle Menschen in Staub verwandeln können im Nu. Sechste Behauptung. Zahlreiche kriminalistische Beweise wurden von den Behörden vernichtet. Siebte Behauptung. Die USA haben bis heute nicht den geringsten Beweis für die Teilnahme von Muslimen in den Anschlägen vorgelegt. Nicht den geringsten Beweis. Achte Behauptung. Die Bundespolizei, FBI, räumte im Jahr 2006 ein, dass sie keine Beweise für die Beziehung zwischen Osama Bin Laden und dem 11. September besäße. Neunte Behauptung. Die US-Regierung weigerte sich, fremden Staaten Beweise vorzulegen, dass Afghanistan etwas mit dem 11. September zu tun hatte. Zehnte Behauptung. Zur gleichen Zeit der Anschläge führte die US-Luftwaffe im Luftraum der Ostküste der USA eine groß angelegte Übung, in welcher bis zu 29 Flugzeuge scheinhaft entführt wurden. Im Schatten dieser Übung konnten die Zwillingstürme angegriffen werden. Falls jemand von Ihnen, meine Damen und Herren, irgendeine dieser Behauptungen anzweifelt, bitte ich Sie, sich in der Diskussionsrunde zu melden. Mein guter Kollege Daniel Ganser hat in seinem berühmten Buch Die Geheimarmeen der NATO akribisch dokumentiert, dass europäische Staaten auch unter die Aufsicht der NATO selber terroristische Anschläge gegen ihre eigenen Bürger organisierten. Diese unter der Bezeichnung Gladio bekannten Anschläge wurden linken Gruppierungen in die Schuhe geschoben. Heute werden solche Operationen nicht Kommunisten, sondern Muslime zugeordnet. Die Methode ist aber die gleiche. Bei unserer Bewertung von Terroranschlägen in Europa sollten wir daher die grundsätzlichen Erkenntnisse vom 11. September und von Gladio stets im Auge behalten. Dritter Abschnitt. Ein Produkt muss regelmäßig gepflegt werden, damit es funktioniert. Das Feindbild des islamistischen Terrorismus wird zunächst durch drei operativen Methoden gepflegt. Erstens durch die Organisation von blutigen Anschlägen wie 11. September. Zweitens durch Versuche, junge bzw. geistig labile Muslime dazu zu ködern, an einer terroristischen Verschwörung teilzunehmen. Und drittens durch die Anhäufung sogenannter Antiterrorübungen. Die Organisation von blutigen Terroranschlägen ist die wirksamste Methode zur Pflege des Feindbildes. Aber solche Operationen sind sehr teuer, weil sie eine jahrzehntelange Vertuschung erfordern. Die zweite Methode zur Pflege des Feindbildes wurde vom FBI erfunden. Vertrauensleute der Behörde werden in eine muslimische Gemeinde eingeschleust. Deren Auftrag besteht darin, jemanden zu finden, den sie als einen Möchtegern-Terroristen bearbeiten können. Die Bearbeitung des Opfers kann Jahre dauern. Solche V-Leute sind üblicherweise Kleinkriminelle, die sich dank einer reduzierten Gefängnisstrafe bereit erklären, dem FBI zu dienen. Der V-Mann erkauft sich das Vertrauen des Opfers durch Geschenke, beispielsweise für dessen Kinder, Hilfe für eine kranke Tante und so weiter. Später zeigt der V-Mann seinem Opfer Gräuelvideos über das Verhalten von bösen US-Soldaten gegenüber Muslimen und erzählt ihm von der Unterdrückung der Muslime durch die Ungläubigen. Später wird das Opfer herausgefordert, ein echter Muslim zu sein und durch eine Aktion im eigenen Umfeld für den Islam tätig zu werden. Wenn sich das Opfer dann endlich bereit erklärt, etwas Großes zu machen, besorgt ihm der V-Mann Sprengstoff und Waffen und bringt ihn mit dem Auto zum Ort des Anschlages, wo die Polizei auf ihn wartet. Der Zweck solcher Operationen war und ist, das Feindbild am Leben zu halten. Der amerikanische Journalist Trevor Aronson widmete diesen Machenschaften ein ganzes Buch,
der zutreffend titelte The Terror Factory Inside the FBI's Manufactured War on Terrorism. Abgesehen von riesigen Terroroperationen wie jene des 11. September verschwindet die Terrorangst der Bevölkerung innerhalb kurzer Zeit, das heißt bis die nächsten Schlagzeilen. Diese chronische Arglosigkeit der Bevölkerung gegenüber der Terrorgefahr wird von den US-Behörden als ein ernsthaftes Problem betrachtet. Daher, und das ist die dritte Methode, werden immer häufiger Antiterrorübungen inszeniert. Auf der Abbildung hier sehen wir Darsteller einer Antiterrorübung in der U-Bahn in Manila, Philippinen. Außenseiter können kaum diese geschminkten Akteure von echten Toten unterscheiden. Diese Methode wird nun zunehmend in Europa eingesetzt. In Frankreich zum Beispiel werden regelmäßig Antiterrorübungen in den Schulen und sogar in Kindergärten durchgeführt. Sehen wir mal uns ein kurzes Beispiel davon an. Les grands moyens pour cet exercice attentat dans ce collège à Reims. Des gendarmes et même le GIGN ont été réquisitionnés pour cette simulation en juin dernier. Il s'agissait d'entraîner ses élèves à s'échapper dans le calme face à l'intrusion d'un terroriste. À la rentrée, voilà plutôt à quoi vont ressembler ces exercices obligatoires. Les élèves vont apprendre à rester confinés, comme sur ces images. Certains établissements ont déjà organisé ces entraînements l'année dernière. On a dû tout de suite écouter le professeur qui nous donnait des consignes comme mettre les tables et les bureaux devant la porte. La suite est expliquée dans ce petit guide distribué à chaque élève. Barricader les entrées, s'allonger au centre de la pièce protégé par des meubles, dans le noir si possible, et le silence absolu. Ja, das ist was uns in der EU kommt jetzt. Vierter Abschnitt. Ein Produkt muss auch verkauft werden. Zur Vermarktung des Produktes Feindbild gehören nicht nur Nachrichten über konkrete Anschläge und gezüchtete Terrorverschwörungen, sondern auch pure Propaganda. Erste Propagandamethode. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen leistete einen wichtigen Beitrag zur politischen Legitimierung des Feindbildes. Seine Rolle fing an mittags am 12. September 2001. Und zwar mit der Verabschiedung einer Resolution, in welcher die Angriffe des vorigen Tages als ein internationaler Terrorismus bezeichnet wurde. Das Wort international war völlig unangemessen, denn am 12. September lagen überhaupt keine Beweise für eine internationale Dimension der Angriffe vor. Aber auch später nicht. Der Sicherheitsrat begnügte sich aber nicht mit dieser unbegründeten Bezeichnung. Er behauptete sogar mehrmals, dass internationaler Terrorismus eine der schwersten Bedrohungen des Friedens und der Sicherheit darstelle. Auch für diese Behauptung legte der Rat keine Beweise vor. Verdutzt über die Unverfrorenheit des Sicherheitsrats schrieb ich dem Rat einen Brief und bat um Zahlen über das Ausmaß des internationalen Terrorismus. Ich ging davon aus, dass der Rat da Zahlen hätte. In seiner Antwort teilte mir der Sicherheitsrat, dass er solche Zahlen überhaupt nicht besitzt. Ich musste die schockierende Antwort dreimal lesen. Der Sicherheitsrat hege also keine Zweifel, dass internationaler Terrorismus eine der schwersten Bedrohungen des Friedens und der Sicherheit darstelle, könne aber nicht nachweisen, ob diese Bedrohung überhaupt existiere. Alice in Wonderland lässt grüßen. Wie ich bereits in meiner Einleitung beschrieb, können wir gut verstehen, warum sich der Sicherheitsrat schwer tut, solche Zahlen zu veröffentlichen. Es wäre allerdings ein Missbrauch der deutschen Sprache, die Behauptung des Sicherheitsrats als bloße Übertreibung zu verharmlosen. Die richtige Bezeichnung dafür ist Betrug. Und zwar ein Betrug der ganzen Menschheit. Die verlogene Behauptung des Sicherheitsrats wurde ruckzuck durch die NATO, die Europäische Union, nationale Parlamente, politische Parteien, Medien, Gerichte und Universitätsfakultäten durchgewinkt.
Diese Mantra erscheint seit dem 11. September in unzähligen Varianten in unseren Medien und scheint von niemandem in Frage gestellt zu werden. In meinem Buch Psychologische Kriegsführung, die Sie auch bekommen können, führe ich die Namen von 100 eminenten deutschen Professoren und Doktoranden auf, die zum Thema Terrorismus Textbücher oder Abhandlungen publiziert haben. Keiner der Gelehrten stellte die verlogene These des Sicherheitsrats in Frage. Einige von ihnen errichteten sogar ihre wissenschaftlichen Theorien auf diesen Betrug. Bitte nehmen Sie mir nicht übel, meine Damen und Herren, wenn ich die Frage stelle, ob die Verbreitung solcher Absurditäten die obligate Eintrittskarte zu einer akademischen Laufbahn geworden ist. Zweite Propagandamethode. Die Medien spielen eine Schlüsselrolle, um das Feindbild zu pflegen. Das hat auch mein Kollege Daniel Ganser sehr gut gezeigt. Sie allein sind in der Lage, eine Meldung über eine örtlich begrenzte Straftat, zum Beispiel einen Bombenanschlag, in eine nationale Tragödie umzumünzen. Dass Medien das Feindbild absichtlich verbreiten, kann aus ihrer systematischen Unterschlagung von Gegeninformationen abgeleitet werden. In meinem Buch führe ich auch die Namen von 130 deutschen Journalisten auf, die ohne jeglichen Skrupel Mohammed Atta als Todespilot des 11. September Terrorist oder Massenmörder bezeichneten, obwohl dafür nicht der geringste Beweis vorliegt. Sie verletzten damit nicht nur Attas Unschuldsvermutung, sondern begingen damit auch die Straftat der üblen Nachrede. Sie verletzten schwerwiegend die Ehre seiner Familie, schadeten den Ruf ihrer Zunft und betrogen die gesamte Bevölkerung. Solche Journalisten gibt es auch in der Schweiz. Sie gefährden die Demokratie. Dritte Propagandamethode: Hassprediger. Sie erfüllen zwei Funktionen zur Pflege des Feindbildes. Erstens dienen sie als Anziehungsmagnet für junge, frustrierte Muslime. Die Hassprediger spielen insofern eine ähnliche Rolle wie die bereits erwähnten V-Männer des FBI. Ihre zweite Funktion besteht darin, den Islam durch extremistische Verlautbarungen zu diskreditieren. Deshalb werden sie von zuständigen Behörden toleriert und von den Massmedien hofiert. Als Beispiel sei ein deutscher Salafist namens Pierre Vogel erwähnt. Dieser Mann wird regelmäßig von deutschen Leitmedien zitiert und interviewt. Im Jahr 2015 zum Beispiel wurde dieser Mann in nicht weniger als 532 deutschen Zeitungsartikeln zitiert. Friedensaktivisten und Wissenschaftler wie Kollege Daniel Ganser könnten von so einer so umfangreichen wie kostenlosen Werbung nur träumen. Hassprediger unterhalten auch enge Beziehungen zu Geheimdiensten. Nehmen wir Beispiel Dr. Yahya Youssef, der in Neu-Ulm in Deutschland tätig war und zur angeblichen Radikalisierung der Mitglieder der sogenannten Saulandsgruppe beitrug. Youssef war aber gleichzeitig ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes in Baden-Württemberg und soll sogar dieses Amt in einer Tagung in London vertreten haben. In London übrigens tummelten sich über Jahre hinweg einige Hassprediger im Schutz der Geheimdienste, darunter Abu Hamza al-Masri, Abu Qatada, Sheikh Omar Bakri Mohammed und Ajim Chaudhry. Vierte Propagandamethode. Eine der wirksamsten Propagandamethoden zur Pflege des Feindbildes ist die Verbreitung von sogenannten dschihadistischen Medienprodukten oder das bloße Zitieren aus solchen Produkten. Der globale Umfang dieser Propaganda ist weitgehend unbekannt. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Vor einigen Jahren tauchte im Internet eine englischsprachige Glanzzeitschrift namens Dabiq, D-A-B-I-Q. Sie soll angeblich vom Islamischen Staat herausgegeben worden sein und rief natürlich zum Heiligen Krieg gegen die Ungläubigen. Niemand kannte diese Zeitschrift. Die einzige bekannte Quelle für diese Zeitschrift war die US-amerikanische Firma Clarion Project.
die von einem ehemaligen Geheimdienstler geleitet wird. Weil der Islamische Staat keine Zeitungen herausgibt, übernahmen natürlich die Weltmedien die Werbung für diese schöne Zeitschrift. Hunderte von Zeitungen weltweit, von Le Figaro bis zu Hindustan Times in Indien, verkündeten gleichzeitig die neueste Ausgabe von Dabiq, auch der Tagesanzeiger in der Schweiz. Wo befindet sich aber Dabiqs Redaktion? Ja, denn in der Zeitschrift befindet sich kein Impressum, keine Postadresse, keine Telefonnummer, kein Hinweis auf eine Webseite und nicht mal der Name des Herausgebers. Die Firma kennt sicherlich die Herausgeber, aber sie schweigt. Dabiq ist aber nur eine von zahlreichen Produktionen, die angeblich von den Dschihadisten publiziert werden. Ein weiterer Vertrieb der dschihadistischen Szene befindet sich unweit vom Hauptquartier des CIA entfernt. Ganz genau auf 4938 Hampton Lane, Bethesda im Staat Maryland. Es handelt sich um die Firma Site Intelligence Center. Site wird nicht von einem bärtigen Salafisten, sondern von einer zierlichen Frau namens Rita Katz geleitet, die einst in der israelischen Armee kämpfte. Rita Katz behauptet, ihre Miniaturfirma überwache Tag und Nacht, 7 Tage in der Woche, islamistische Webseiten und Foren. Die dschihadistischen Medienprodukte, die sie zufällig in den geheimen Foren findet, bietet Rita ihren Abonnenten an, deutsche Zeitungen, schweizerische Zeitungen, gegen Entgelt, versteht sich. Jedes Mal, wenn Sie, meine Damen und Herren, von einem Bekennervideo von Al-Qaida oder von einer Meldung der fiktiven Nachrichtenagentur des Islamischen Staates namens Amaq hören oder lesen, denken Sie bitte mit Dankbarkeit an die liebe Rita, die für imperialistische Ideale unermüdlich die Szene der Kopfabschneidern überwacht. Europäische Journalisten schämen sich zwar, Rita als Quelle zu zitieren, ihre amerikanischen Kollegen dagegen haben keine Scheu. Etwas peinlich war es für Rita jedoch, als der Sender CNN darüber berichtete, sie hätte ein Gräuelvideo des Islamischen Staates früher veröffentlicht als selbst die Terroristen. Da stellten manche die Frage, ob der Islamische Staat seine Videos bei Rita Katz bestellt oder ob Rita mit ihren Dschihadisten-Freunden nur ein Koordinationsproblem hatte. Fünfter und letzter Abschnitt. Wozu dient das Feindbild? Wozu also dieser gigantische Apparat der Täuschung? Ganz abgesehen vom ursprünglichen strategischen Zweck des Feindbildes, den ich im ersten Abschnitt ausgiebig beschrieb, konnte ich weitere Zwecke identifizieren. Erstens, im Gewand der Terrorismusbekämpfung werden Telefon- und Internetkommunikationen, Geldüberweisungen, Einkäufe und Bewegungen der sämtlichen Weltbevölkerung gespeichert und erforscht. Damit können Organisationen, die sich für Frieden, Demokratie und soziale Gerechtigkeit einsetzen, sprich Organisationen, die den Kapitalismus ablehnen, überwacht werden. Zweitens erhalten Regierungen durch den Hinweis auf die angebliche Terrorbedrohung einen Vorwand zum Abbau der öffentlichen Transparenz. Folglich werden immer mehr öffentliche Sachverhalte als Verschlusssachen behandelt. Drittens wird die Polizei allmählich trainiert, Teile der Bevölkerung als Feinde zu betrachten. Dazu werden Polizisten im Häuserkampf geschult. Auf dem Bild hier sieht man zum Beispiel eine in arabischem Stil errichtete Geisterstadt in der israelischen Wüste, wo Soldaten aus der ganzen Welt, auch aus Europa, im Häuserkampf ausgebildet werden. Viertens muss die Bevölkerung auf einen Untertatenstaat hin trainiert werden. Das geschieht in Flughäfen sowie bei häufigeren Sicherheitskontrollen und wo auch immer sonst sich die Gelegenheit dazu bietet. Die folgende Abbildung aus München zeigt, wie Menschen trainiert werden, Befehle der Polizei ohne Wenn und Aber auszuführen. Fünftens schürt das Feindbild des islamistischen Terrorismus zwangsläufig Feindseligkeit gegenüber bei uns lebenden Muslimen. Rassismus ist ein zufälliges Werkzeug
um die Bevölkerung zu spalten und damit die Solidarität der Massen vorzubeugen. Zuletzt sollten wir die finanziellen Vorteile des Feindbildes nicht vernachlässigen. Die neue Sicherheitsindustrie profitiert unmittelbar von Terroranschlägen und anderen Drohszenarien. Der Umsatz dieser Industrie betrug schon im Jahr 2013 415 Milliarden Dollar. Sie bietet Investoren auch überdurchschnittliche Renditen. Im Kapitalismus lohnt es sich offenbar, seine Mitmenschen zu täuschen, auch wenn einige Menschen dafür umgebracht werden müssen. Welche Schlüsse können wir nun aus diesen vielfältigen Umständen ziehen? Ich fasse sie in vier Sätze. Erstens sind die Weltherrscher heute in der Lage, ohne Mühe ein globales, wirksames Feindbild herzustellen, ohne dass wir es bemerken. Zweitens wird das verlogene Feindbild des islamistischen Terrorismus heute von allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und vom gesamten Bildungsbürgertum des Westens verinnerlicht und an das Fußvolk verkauft. Drittens verlangt die Wirksamkeit des Feindbildes immer neuere Terroranschläge seitens der Regierenden gegen die eigene Bevölkerung. Viertens können demokratische Regierungen ohne das Feindbild des internationalen Terrorismus nicht die massive Überwachung der eigenen Bevölkerung, die Militarisierung der Polizei, die Stärkung der Geheimdienste, die Einführung einer Gesinnungsjustiz und die Teilnahme an Raubkriegen rechtfertigen. Damit ist aber nicht alles gesagt. Denn ich habe für Sie, meine Damen und Herren, auch eine gute Nachricht. Feindbilder beruhen bekanntlich auf Täuschung. Das heißt, auf Betrug. Durch Aufklärung verliert der Betrug seine psychologische Wirkung. Mit dem Versuch, Völker durch Betrug zu herrschen, stellen Regierungen die Achillesferse des Systems bloß, nämlich die Tatsache, dass das heutige Herrschaftssystem ohne Betrug nicht auskommt. Damit bietet sich eine historische Gelegenheit, das erkrankte Gewebe der existierenden Institutionen zu entblößen und die Systemfrage auf die Tagesordnung zu setzen. Aufklärung und die Zerschlagung des hier beschriebenen Feindbildes scheinen mir eine vielversprechende Strategie zur Verteidigung des Friedens, zur Bewahrung des Rechtsstaates und zur Entfaltung der Demokratie zu sein. Wir sollten diese einmalige historische Gelegenheit nicht vergeuden, denn der Kaiser ist immer noch nackt. Danke.